Bow and Arrow ist ein wunderschöner Medium Farb. Wunderschöner Medium Hautton. Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Auf großen Wunsch mache ich heute eine Art Produktempfehlung für die Marken bzw. die Produkte, die jetzt aktuell bei Sephora in Deutschland online gekommen sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist echt so... Ich freue mich total, dass Sephora jetzt endlich in Deutschland angekommen ist, mal wieder. Die waren ja in den 90ern schon mal da. Ich hoffe, jetzt bleiben sie, dass sie erfolgreich sind, dass sie extrem erfolgreich sind und dass sie bleiben und dass sie uns immer mehr Produkte und immer mehr Produktauswahl bieten. So viel zu meiner Freude. Ich fange jetzt direkt mit meinen Produktempfehlungen an und ich werde euch auch sagen, welche Produkte aktuell in meinem Kopf rumschwirren, welche Produkte ich super gern hätte und die ich mir vielleicht heute auch kaufen werde. Ich werde es jetzt nach Marken machen, nach den Marken, die aktuell jetzt bei Sephora in Deutschland online sind, weil ich war jetzt natürlich nicht in München in dem neuen Store, aber natürlich kann ich von den Produkten sprechen, die ich jetzt online gesehen habe. Und das erste Produkt, was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist hier einmal die Shade Night Palette von Kat Von D. Ich werde es jetzt heute natürlich nach Marken machen, damit es einfach ein bisschen schön sortiert ist. Wie ihr seht, ist das hier einmal für den hellen Hautton geeignet, offensichtlich. Das ist die Seite, die am meisten abgenutzt ist von mir. Absolut tolles Produkt, lässt sich super gut verblenden, sehr gut pigmentiert. Das ist wirklich die perfekte Pigmentierung für ein Konturprodukt, weil wenn es zu stark pigmentiert ist, dann kann man es einfach nicht mehr gut verblenden. Und das ist eben extrem wichtig, weil man möchte ja natürliche Schatten erzeugen im Gesicht. Und wie gesagt, eine ganz, ganz große Weiterempfehlung, ist mein absolut liebstes Konturprodukt aktuell oder schon seit, glaube ich, mindestens einem Jahr. Und deswegen... kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Die nächsten Produkte, die ich auf jeden Fall von Kat Von D weiterempfehlen kann, sind die Liquid Lipsticks. Für mich sind es eine der besten Formulierungen, die auf dem Markt zu kriegen sind. Und wenn man jetzt mal die Farben sieht, die meine Favoriten sind, wird man erstmal sagen, okay, super, du hast jetzt drei identische Farben rausgesucht. Aber ich werde euch die natürlich einmal swatchen, damit ihr auch einen Unterschied seht. Fangen wir einmal an mit Bow and Arrow. Das ist auf jeden Fall einer der Liquid Lipsticks, die super bekannt sind auf Instagram und YouTube. Bow and Arrow ist ein wunderschöner Medium-Braunton. Der ist wirklich sehr, sehr schön. Geht ein bisschen in die peachige Richtung, aber auf jeden Fall eine weitere Empfehlung von mir. Der nächste Farbton, auch einer meiner absoluten Lieblinge, ist Ludwig. Das ist einer, der in der Nude-Kollektion rausgekommen ist. Wenn man die nebeneinander sieht, sieht man kaum einen Unterschied, außer dass er ein bisschen heller ist, ein bisschen peachiger, wie ich finde. Daneben sieht er nämlich schon eher neutral aus, aber auch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbe. Ihr seht einfach, ihr kennt meinen Favoriten. Ich liebe meine Nude-Lippen-Produkte. Und der letzte, den ich euch empfehlen kann, ist auf jeden Fall Ophelia. Ich finde nochmal ein Ticken peachiger. Und das sind so die drei, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, die ich sehr gerne mag. Ich kann auch sagen, was auf meiner Wunschliste ist bei Kat Von D, ist auf jeden Fall der Liquid Lipstick, natürlich in Lolita. Das ist einfach der Liquid Lipstick von Kat Von D, habe ich das Gefühl. Der war ja monatelang ausverkauft. Und den werde ich mir wahrscheinlich heute noch holen. Der ist schon in meinem Warenkorb und wartet auf mich. Aber ich wollte erstmal eine Produktempfehlung hier rausgeben, weil ich wollte heute nicht bis um 10 oder 11 filmen. Wahrscheinlich, wenn ich fertig bin mit dem Video, ist sowieso schon alles ausverkauft. Aber dann ist das halt so. Und wie gesagt, das sind hier die Produkte, die ich wirklich weiterempfehlen kann. Ein Produkt, ich werde es euch auf jeden Fall hier an die Seite einmal dann hinploppen. Die Alchemist Holographic Palette, von der habe ich super viel Gutes gehört. Ich glaube, wenn so eine holographische Palette oder Highlighter, dann diese hier. Die ist noch am natürlichsten und tragbarsten, zumindest was ich von Reviews mitbekommen habe. Und deswegen ist die auch aktuell in meinem Warenkorb gelandet. So, kommen wir einmal zu Too Faced. Ja, auch bei Too Faced habe ich natürlich Produktempfehlungen für euch. Und zwar auf jeden Fall, ich plopp sie euch mal hier an die Seite, die Chocolate Bar. Die ist auf jeden Fall eine Palette, wo ich sagen würde, die lohnt sich am meisten, gerade bei dem Sortiment, was jetzt online gekommen ist. Ich hatte sie mal in meiner Sammlung, habe sie jetzt aber verkauft, weil es ging gar nicht um die Qualität oder um die Farben. Es ging einfach nur darum, dass ich sie einfach zu selten benutzt habe. Und ich bin so jemand, egal ob ein Produkt gut ist oder schlecht, wenn ich es nicht benutze, dann fliegt es aus meiner Sammlung raus. Da bin ich wirklich hart. Und trotzdem kann ich sagen, es war eine tolle Palette. Und deswegen auf jeden Fall, wenn eine Palette würde ich auf jeden Fall mit der gehen. Ihr bekommt einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis am meisten dafür, weil ich persönlich finde, dass diese kleinen Too Faced Paletten sich nicht so lohnen. Diese kleinen Farben sind wirklich klitzeklitzeklein und ich war deswegen nie so ein Fan von diesen ganz, ganz kleinen Paletten, weil wie gesagt, ich möchte auch was für mein Geld. Mit den großen Paletten, da landet ihr circa auf 44 Euro, wie ich es gesehen habe, was echt ein super Preis ist. Also das muss man wirklich sagen, die Preise, die jetzt bei Sephora Deutschland online gekommen sind, sind wirklich top. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das sind wirklich 1 zu 1, glaube ich, so circa das, was man in Amerika bezahlen würde, nur in Euro umgerechnet. Und deswegen wirklich, ich bin absolut begeistert von der Preisgestaltung, haben die wirklich super gemacht. Ich habe nämlich schon befürchtet, dass sie so ein Bullshit abziehen, wie Douglas das gemacht hat, dass die Anastasia Beverly Hills reinholen und dann einfach den doppelten Preis verlangen.
so circa, glaube ich, und das finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Und deswegen wirklich ganz, ganz großes Lob an Sephora in Deutschland, dass die wirklich eine humane Preisgestaltung bei uns eingeführt haben und dass man am Ende nicht doch noch gezwungen ist, im Ausland zu bestellen, weil einfach die Preise so enorm sind. So, gehen wir jetzt einmal weiter zu den Produktempfehlungen. Ein Produkt, was ich euch empfehlen möchte, für die, die so einen Medium-Hautton haben, ist der Dark Chocolate Soleil Bronzer. Der ist jetzt aktuell online. Ich persönlich besitze den Milk Chocolate Soleil Bronzer offensichtlich, weil ich wirklich extrem blass bin. Ich denke, das ist einfach so eine Zeitsache, wann die Sachen online kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in München aussieht. Vielleicht für die Mädels, die in München heute zuschlagen konnten. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es da ein bisschen mehr Auswahl gab, womit ich eigentlich ziemlich stark rechne. Ich meine, das muss sich jetzt alles aufbauen. Deswegen, da soll man sofort schon seine Zeit lassen. Ich bin schon so oder so begeistert von dem Online-Shop, von der aktuellen Produktauswahl. Und auch den Store, den man in München über Instagram gesehen hat, der war echt riesig. Also das ist wirklich etwas, worüber wir uns in Deutschland jetzt sehr, sehr freuen können. Ich bin echt so... Freue mich extrem, dass es heute soweit ist, dass der erste Store eröffnet hat. Und wie gesagt, der Chocolate Soleil Bronzer von Too Faced ist auf jeden Fall ein Must-Have für mich. Bei Marc Jacobs gibt es ein Produkt, was ich absolut weiterempfehlen kann, auch für den Preis. Und das sind hier einmal diese Le Marc Le Couple Liquid Lipsticks, die es da gibt. Ich versuche es jetzt einmal vernünftig auszusprechen. Le Marc Liquid Lip Creme Rouge. Ja, so heißen die. Was ich ein bisschen schade finde, aktuell auf der Online-Seite stehen nicht die Farben. Deswegen für diejenigen, die vielleicht schon bei anderen YouTubern irgendwelche Produktempfehlungen zu diesen Liquid Lipsticks von Marc Jacobs gesehen haben, möchte ich sie euch einmal mit der Zahl vorstellen. 452 ist Fawn Over Me. 458 ist Slow Burn. 454 ist Truth or Bear und 460 ist Hot Cacao. Danach haben mich heute drei Leute gefragt. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Und ich kann euch auch jetzt offiziell nochmal sagen, es ist definitiv meine liebste Liquid Lipstick Formulierung. Die sind nicht komplett furztrocken matt, die sind so semi-matt, halten bombastisch auf den Lippen, super angenehm zu tragen und trocknen nicht so aus. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle Produkte. Also wenn ihr ein Liquid Lipstick kaufen möchtet, wenn ihr auf die Kacke hauen wollt bei Sephora, schaut mal nach den Dingern hier, die sind wirklich ganz toll. Ich warte im Endeffekt nur drauf, dass mehr Farben rauskommen. Ich habe aktuell 4 und es reicht jetzt auch, weil die kosten schon ihr Geld, ne? Die kosten, glaube ich, 26 bis 29 Euro. Aber wie gesagt, sie sind zum Glück ihr Geld wert und darauf kommt es am Ende an. Absolute Produktempfehlung hier für mich, Must-Have, was online gekommen ist. Kommen wir jetzt einmal zu Make-Up Forever. Make-Up Forever ist eine meiner absoluten Lieblings-Top-Marken, die es auf dem Markt gibt. Als mein Mann und ich letztes Jahr in New York waren, war ich ja so verrückt und habe mir direkt so viele Refills gekauft. Das sind einmal die Artist Shadows von Make-Up Forever. Wie ihr seht, ich habe kräftig zugeschlagen damals. Das war eigentlich so der Überraschungseinkauf, muss ich sagen, bei mir. Ich habe wirklich da viel Geld gelassen. Aber man sieht auch, es war nicht umsonst. Da ist eine kräftige Hitte-Pen-Situation hier in der Ecke. Deswegen habe ich den zweimal und auch diese beiden. Das ist derselbe Ton, das hier ist derselbe Ton. Ich habe jetzt online gesehen, es gibt aktuell 8 Farben. Von der Farbauswahl ist es ehrlich gesagt ein bisschen mau. Das sind normalerweise über 100 Farben in dem Sortiment. Aber ich kann euch sagen, das sind richtig geile Lidschatten, die ihr Geld wert sind. Die sind im Übrigen auch extrem groß. Wie viel waren das nochmal? 2,2 oder 2,4 Gramm? Wartet mal. Steht natürlich jetzt nicht drauf, aber es sind 2,2 Gramm, soweit ich noch weiß. Und das reicht euch echt ewig. Ich glaube, Peacock ist zum Beispiel online, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ME302. Ganz, ganz tolle Farbe. Also wirklich, seht ihr das? Das ist wirklich eine Must-Have-Farbe. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Bullshit. Sekunde. Die swatche ich euch einfach mal. So, die ist aktuell online. Seht ihr das? Das ist für mich ein Must-Have. Eine wunderschöne Farbe. Die nächste Farbe, die ich euch empfehlen kann, das ist übrigens der Lieblingslidschatten meiner Mutter. Die liebt nämlich Grautöne. Die hat nämlich selber blaugraue Augen und steht ihr echt unglaublich toll. So, das ist einmal der schönste metallische Farbton, den ich eigentlich kenne. Wirklich, ihr seht schon die Swatches. Ich lüge euch nicht an. Das sind richtig geile Lidschatten. So, das hier ist D236. Das steht für Diamond und ME sind die metallischen 108. Also die drei. Also, die würde ich mir nicht entgehen lassen. Dann eine Foundation. Seit dem letzten Video oder dem vorletzten Video versuche ich, Produkt gar nicht mehr in den Mund zu nehmen. Make-Up Forever, das ist meine absolute Lieblingsfoundation, die Ultra HD Foundation. Die ist zum Beispiel sehr gut geeignet, wenn man vor der Kamera steht. So wie ich jetzt aktuell. Ich habe die jetzt zwar nicht drauf, aber das ist auf jeden Fall eine Foundation, die ich immer wieder nachgekauft habe. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile meine dritte oder vierte. Dementsprechend, ja, ich kenne das Produkt, ich liebe es. Ich habe im Übrigen die Foundation Farbe Y235. Sehr, sehr schön und
Sie ist nicht umsonst meine Lieblingsfoundation. Sie sieht sehr, sehr natürlich aus, hat noch so einen leichten, semi-matten Finish. Also es ist nicht ganz matt, weil bei meiner normalen bis trockenen Haut wäre das echt... Also ich brauche wirklich nochmal so einen Hauch von Schein irgendwie auf meiner Haut, damit ich nicht zu tot aussehe. Und wie gesagt, das ist für mich eine absolute Must-Have-Foundation. Ich liebe sie abartig und die werde ich auf jeden Fall in Zukunft dort kaufen. So, kommen wir einmal zur letzten Marke, wo ich Empfehlungen habe für heute. Und zwar Becker. Offensichtlich, Becker ist, finde ich, eine der stärksten Marken, die es überhaupt aktuell auf dem Markt gibt, weil ich habe, glaube ich, noch nie, vielleicht noch mit Make-up Forever, so wenig Produktenttäuschungen erlebt, wie jetzt zum Beispiel bei Becker. Ich habe hier direkt zwei Empfehlungen in der Hand und das sind die Primer, die es von Becker gibt. Das ist einmal der Becker Backlight Priming Filter. Das ist der mit dem schönen Kokosgeruch. Das ist wirklich ein absoluter Favorit von mir, weil das ist einfach so eine... Es hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber das ist so eine gewisse Lebensqualität, dieses Produkt für mich. Weil wenn ich das morgens auftrage und im Gesicht verteile, dieser Geruch, ich liebe den Geruch einfach total. Und das bereitet wirklich die Haut sehr schön auf die Foundation vor. Ich habe die schon sehr oft getestet. Das ist wirklich mal ein Primer, der bei mir einen Unterschied macht, ob ich jetzt den drunter habe oder nicht. Weil ich sehe einfach, am Ende des Tages sieht die Foundation besser aus und das soll ja ein Primer am Ende auch machen. Und wie gesagt, ein ganz, ganz toller, feiner Kokosgeruch. Und gerade solche Mädels, die auf Kokosdüfte stehen, kann ich absolut weiterempfehlen. Und für 34 Euro, finde ich, ist das wirklich ein Must-Have-Produkt für mich. Und übrigens auch die Verpackung ist wirklich ganz toll. Das ist hier einmal eine Glasflasche, hochwertiges Produkt, also ihr bezahlt wirklich für ein Gesamtpaket und das bekommt ihr auch hier bei dem Becker Backlight Priming Filter. Nächstes Produkt, was mich sehr überrascht hat, ist hier einmal der First Light Priming Filter von Becker gewesen. Den habe ich auch auf meinem Kanal getestet. Ihr könnt einfach mal ein bisschen durch meine Videos stöbern. Auf jeden Fall, das ist ein Produkt. Geruch finde ich nicht so geil, riecht so nach alt, nicht alt, das wäre fies, aber so einem günstigen Zitrusdrops, ist also wie gesagt nicht so ganz meins, aber ansonsten auch der bewirkt, dass die Foundation am Ende des Tages wirklich sehr, sehr schön aussieht. Der hat einen ziemlich ähnlichen Effekt wie der Becker Backlight Priming Filter. Ich muss sagen, der sah bei mir sogar noch besser aus. Ich habe die beiden mal miteinander verglichen und da sah die Foundation sogar noch besser aus, wie gesagt, aber hier ist der Geruch nicht so meins. Deswegen sind die Produkte trotzdem irgendwie auf einer Ebene für mich und ich kann auf jeden Fall beide sehr weiterempfehlen. Nur der Backlight Priming Filter, den ich gerade gezeigt habe, das ist nochmal so ein Produkt für mich. Da ist einfach das Gesamtpaket komplett stimmig, was Geruch und Erlebnis angeht, aber vom Ergebnis eigentlich ist das hier das bessere Produkt. Wir reden von Becker, wovon werde ich jetzt als nächstes reden? Highlighter. Ich habe hier einen mikroskopisch kleinen Highlighter und es liegt nur daran, weil ich meinen anderen alle weggegeben habe, weil die einfach zu dunkel für mich waren. Den ich auf jeden Fall für Blassnasen empfehlen kann, ist Moonstone. Das ist, glaube ich, wirklich der perfekte Highlighter für uns Blasse. Ich hoffe, man sieht den überhaupt an mir jetzt. Der ist einmal hier unten in der Ecke. Also für Blasse kann ich... Das hört sich so fies an. Für Leute, die eine sehr helle Haut haben, wie ich, auf jeden Fall Moonstone ist, finde ich, der perfekte Ton, den man bei Becker kaufen kann. Danach ist noch Pearl auf jeden Fall geeignet für uns Hellhäuter. Ich finde, Opal ist ein wunderschöner Highlighter, wenn man Medium-Hautton hat. Wenn man zu hell ist, dann ist der leider nichts für uns, weil es sieht dann einfach aus wie Dreck, der einmal durchs Gesicht läuft. Und da sollte man lieber drauf verzichten, auch wenn viele YouTuber den natürlich empfehlen, aber die haben dann vielleicht auch eine dunklere Haut. Der Champagne Pop ist dann auch eher so... Für blasse Haut bis Medium Haut, aber eher Richtung Medium Haut würde ich den auch einordnen. Also wenn man zu blass ist, dann ist der auch nicht so geeignet. Aber auf jeden Fall, die gepressten Highlighter von Becker sind unglaublich toll. Also eine absolute Kaufempfehlung von mir. So, machen wir einmal weiter mit Highlightern. Einen, den ich wirklich weiterempfehlen kann, sind die flüssigen Highlighter von Becker. Ich habe zum Beispiel jetzt einmal hier Champagne Pop. Den fand ich persönlich schöner als Opal, weil Champagne Pop ist nicht so gelbstichig wie der von Opal, also diese flüssige Form. Und ich glaube, hier sieht man das auch. Wunderschön. Das ist so ein Produkt, was ich persönlich in der Foundation mische. Das ist eine wirklich ganz, ganz schöne Farbe, die dann wirklich zu einer Foundation auch gut passt. Weil zum Beispiel Moonstone, das wäre einfach schon ein bisschen zu eisig, finde ich persönlich, um das in der Foundation zu packen. Aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz toller Ton, der sehr natürlich aussieht. Deswegen Champagne Pop kann ich absolut weiterempfehlen als flüssigen Highlighter. Das riecht so ungefähr wie die Kosmetik, die eure Mütter früher immer verwendet haben. Wie gesagt, auch die flüssigen Highlighter von Becker sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Die sind auch, finde ich, absolutes Geld wert. So ihr Lieben, das war's jetzt mit meinen Produktempfehlungen. Mein Equipment verabschiedet sich. Die Kamera leuchtet schon an, dass sie gleich überhitzt ist. Und auch mein Laptop hat gesagt, der hat für heute schon die Schnauze voll. Ich hoffe natürlich sehr, meine Produktempfehlungen haben euch weitergeholfen. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich
persönlich euch empfehlen würde. Das sind jetzt wirklich ganz, ganz tolle Produkte, die jetzt aktuell online gekommen sind. Ich sehe aber schon, ein paar Sachen sind mittlerweile wieder ausverkauft, aber die kommen auch wieder rein. Sephora ist ja erst in Deutschland angekommen. Das sind auf jeden Fall für mich die Must-Haves, die ich euch aktuell empfehlen kann. Ich hoffe sehr, mein Video hat euch weitergeholfen. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten sehen wir uns natürlich in einem anderen Video wieder. Ciao!